Hallo, hier Ursula Scarimbolo aus der Paarambulanz. Heute möchte ich euch folgende Geschichte erzählen, in der es um die unterdrückte Lebenskraft in uns geht. Heute früh, als ich aufgestanden bin, habe ich in der Früh eine Wasserspur auf meinem Boden entdeckt und wie ich sie verfolgt habe, bin ich bei meinem Kühlschrank gelandet. Und wie ich meinen Kühlschrank aufgemacht habe, war dort ein großes Problem. Dort war nämlich eine grüne Glasflasche, 1-Liter-Flasche, explodiert in 1000 kleine Stückchen. Ich hatte keine Zeit, ich sollte weg in einer halben Stunde, weil ich eine Klientenstunde habe, und habe mir gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Aber wenn Wasser am Boden ist, auf einem Holzboden ist, oder auf einem Melanboden, können wir das ja nicht einfach stehen lassen. Also habe ich schnell alles geputzt und mir ist dann eingefallen, eigentlich ist es eine super Metapher für die Klientenstunden, wo es darum geht, wo unsere unterdrückte Lebenskraft ist. Was in dieser Flasche nämlich drinnen war, war Apfelsaft gemischt mit einem Puder, welches dann so ein Lebenselixier ergeben soll, und ich habe sie dann genannt, die Flasche des Lebens. Und ist doch ironisch, wenn die Flasche des Lebens im Kühlschrank steht und dort explodiert. Diese Flasche muss man 2 Tage an der frischen Luft stehen lassen, bis der Gärprozess anfängt. Dann schraubt man sie zu und stellt sie in den Kühlschrank, damit der Gärprozess unterbrochen wird, damit das nicht weiter gärt. Und gestern habe ich diese Flasche ein bisschen geschüttelt, weil so viele kleine Bröckchen drinnen waren von dem Puder, und mir gedacht, damit das Ganze sich gut durchmischt, und habe sie dann zugeschraubt in den Kühlschrank gestellt. Und ja, dort ist eben die Flasche des Lebens explodiert, inklusive kleiner Glasteilchen, die sich dann auch in die Kühlschrankwand gebohrt haben. Also da ist eine große Lebenskraft da drinnen wirklich explodiert. Und was ich euch hier mitgeben möchte, ich habe das ja auch manchmal bei den Paaren zum Beispiel, wenn im Paarraum, den seht ihr da auch hinter mir, die beiden, die das Herz miteinander machen, bilden den Paarraum, wenn zum Beispiel die Energie in der Beziehung draußen ist, wenn der eine oder die andere auch plötzlich eine Außenbeziehung eingeht und dort das blühende Leben erlebt, dann könnt ihr euch fragen, zum Beispiel, wie ist denn das mit meiner Energie? Suche ich Energie und Leben im Außen und in mir innerlich bin ich tot? Oder ist mein Leben unterdrückt, wie in einem Kellomat zum Beispiel, wenn der ganze Druck und der Dampf unterm Topfdeckel eingesperrt ist? Und ich wünsche euch viel Spaß dabei zu erkunden, wo es in eurem Leben Bereiche gibt, wo ihr etwas nicht ausspricht, wo ihr etwas nicht lebt, wo ihr im Alltagsstress einfach im Trott des Lebens auf Schienen fährt, die leer geworden sind, fad geworden sind. Und was ihr bräuchtet, um wieder Leben in euch zu spüren. Wie ist das zum Beispiel, etwas anders machen als bisher? Wie ist das zum Beispiel, wenn man anfängt, tanzen zu gehen, einen neuen Kurs belegt, neue Leute trifft oder mit dem Partner auch eine Imago-Paartherapie macht, wo ihr gemeinsam entdecken könnt, wo die Bereiche sind, wo euch Leben fehlt. Und es ist nicht die Lösung, eine Außenbeziehung einzugehen, es ist nicht die Lösung, die Beziehung zu verlassen. Denn das ganze Potenzial liegt dort drinnen. Also, ich freue mich, wenn ihr da drunten noch Kommentare hinterlasst, wo bei euch vielleicht noch Leben ist, das sich ausdrücken möchte und was ihr für Erfahrungen da habt. Alles Liebe, tschüss!